Das Booktube Sommercamp ist in vollem Gange und ich zeige euch heute ein paar Bücher, ja, die euch eine richtige Gänsehaut geben, also eine richtig gute Abkühlung sind. Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Booktube Sommercamp und ich bin sehr froh, dass wieder so viele Kanäle daran teilnehmen. Das Ganze hat schon vor über einer Woche angefangen und zwar am 7. Juli und das Ganze geht noch bis zum 20. Juli und ihr bekommt dort jeden Tag um 8 und um 14 Uhr jeweils ein Video, das heißt zwei Videos pro Tag. Es ist einfach eine geballte Menge an Videos, die ihr auch alle in der Playlist findet. Die ist unten in der Infobox verlinkt, also schaut da unbedingt vorbei. Da könnt ihr euch alle Videos, die bis jetzt online sind, anschauen und dort kommen natürlich auch noch alle dazu, die jetzt bis zum 20. Juli noch online kommen. Und es ist wirklich wieder super schön, dass so viele Kanäle dabei sind. Es ist wieder eine bunte Mischung an Videos zum Thema Sommer, zum Thema Bücher und ja, einfach das, was wir im Endeffekt lieben hier auf BookTube. Und genau, wie gesagt, schaut euch da unbedingt unten in der Playlist alle Videos an, die schon online sind und speichert euch die Playlist ab, denn es kommen noch Videos online. Heute Morgen um 8 waren es zum Beispiel bei den Bookfans Forever ein Video und morgen um 8 ist es dann bei Kali eins und dann geht es noch weiter. Also wie gesagt, unten ist die Playlist verlinkt, speichert euch die ab, damit ihr kein Video verpasst. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute ein paar Bücher, die ja euch so eine richtige Gänsehaut geben, was ja schon ein bisschen eine Abkühlung ist, also eine etwas andere Abkühlung in dem Sinne. Und zwar dachte ich, ich zeige euch ein paar True Crime Bücher. Das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr gerne lese und was im Endeffekt auch, obwohl es sehr grausam ist, doch irgendwie kurzweilig ist. Das heißt, dass man es auch gerade jetzt in den heißen Monaten wirklich sehr schnell weglesen kann und wie gesagt auch ab und zu eine kleine Gänsehaut bekommt und deswegen passt es irgendwie noch besser. Ich habe meine Bücher jetzt in unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Das sind in diesen Kategorien dann Bücher, die ich selber gelesen habe. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr in diesen Bereichen. Aber ich kann euch jetzt auf jeden Fall einige Bücher empfehlen und das werde ich jetzt machen. Wie gesagt, ich habe sie in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, das heißt, auch da könnt ihr dann selber schauen, was für Bücher interessieren euch überhaupt, in welchem Bereich sozusagen wollt ihr vielleicht mehr auch mal reingucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die erste Kategorie sind mehr oder weniger diese klassischen True Crime Bücher, wo einfach mehrere Fälle als Kurzgeschichten erzählt werden und die dann in einem Buch zusammengefasst sind. Und das beste Buch, was ich euch da auf jeden Fall empfehlen kann, ist Verbrechen von nebenan von Philipp Fleiter. Philipp Fleiter hat angefangen mit einem True Crime Podcast, wo er eben ja wahre Verbrechen von nebenan, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erzählt und er hat irgendwann dazu auch ein Buch geschrieben. Hier sind insgesamt, ich glaube, 16 Fälle drin. Wenn ich richtig bin, und 10 davon gibt es nicht oder gab es vorher nicht im Podcast. Ich weiß nicht, ob es dies mittlerweile gibt, aber auf jeden Fall kann ich euch das Buch sehr empfehlen und auch den Podcast. Genau, für mich das beste Buch, einfach weil er am besten erzählt und man wirklich sehr viele Infos bekommt. Also man erfährt natürlich alles zur Tat alleine, aber auch zum Täter, zum Opfer, zu den Angehörigen, generell zum Urteil und so weiter und so fort. Also etwas, was ich sehr, sehr gerne mag, wenn das eben so detailreich erzählt ist. Also man hat wirklich bei Philipp Fleiter das Gefühl, man hat diesen kompletten Fall komplett verstanden, so wie er eben vorgefallen ist. Generell bei True Crime Büchern, auch alle, die jetzt noch kommen und auch bei Philipp Fleiter ist es so, es geht jetzt nicht nur um Mord und Totschlag, sondern es ist auch Raub dabei, wie auch mal, sagen wir mal, Entführungen oder ähnliches, was jetzt eben nicht so krass brutal ist, also nicht so blutig, aber eben trotzdem, ja, wahre Verbrechen sind und man sagt ja eigentlich, die schlimmsten Verbrechen schreibt die Realität, das heißt, das kann sich eigentlich kein Autor ausdenken und auch dafür sind eben True Crime Bücher super und das Beste, wie gesagt, Philipp Fleiter mit Verbrechen von nebenan. Genau, dann haben wir in dieser Kategorie auch einen Autor, den ich jetzt schon öfter gelesen habe, und zwar Adrian Langenscheid mit seiner True Crime International Reihe. Das heißt, er fasst Fälle zusammen und kategorisiert diese nach Ländern. Das heißt, er hat jetzt Bücher geschrieben, als erstes True Crime Deutschland. Das heißt, in diesem Buch sind dann nur deutsche Fälle verfasst. Dann gibt es zum Beispiel noch True Crime USA, wo eben nur Fälle aus den USA sind. Und dann hat er auch noch Bücher aus England, Schweden, Frankreich, Finnland, Kanada und Österreich. Und theoretisch
ja, ist sein Plan, sozusagen aus jedem Land der Welt mal ein Buch zu schreiben. Ich glaube, dass das nicht so realistisch ist, aber wahrscheinlich so aus diesen größeren Ländern wird das sicher irgendwie schaffen. Und genau, das sind einfach Fälle, die mehr oder weniger kurz und knapp sind. Also das ist nicht so ausführlich wie jetzt bei Verbrechen von nebenan, aber trotzdem dadurch auch super unterhaltsam. Also man hat wirklich kurz und knapp die Tat, man hat den Täter so ein bisschen, auch den Hintergrund durchaus, auch von den Opfern den Hintergrund und dann eben das Urteil. Nicht so ganz, wie gesagt, nicht so intensiv wie bei Verbrechen von nebenan, aber kurz und knapp, dadurch lässt es sich super schnell lesen und wie gesagt, man hat das hier kategorisiert nach Ländern, was ich auch sehr interessant finde, weil man dann vielleicht auch unter den Büchern so ein bisschen Vergleiche ziehen kann, wie ist es in unterschiedlichen Ländern, gibt es da wirklich Unterschiede oder eben nicht. Genau, dann habe ich noch ein Buch, was ebenfalls da reinpasst, das ist von Stern Crime, Wahre Verbrechen. Genau, Stern Crime, das ist ja die, also Stern ist ja eigentlich die, das Magazin, genau, und da gibt es nämlich jetzt ein extra Buch sozusagen, oder es gibt, glaube ich, auch noch mehrere, wo eben jetzt wahre Verbrechen erzählt sind. Auch hier müssten die, genau, das ist jetzt tatsächlich alles aus Deutschland, genau, und auch hier fand ich es jetzt nicht so intensiv erzählt. Ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich das immer wieder sage, das beste Buch ist in diesem Bereich Verbrechen von nebenan, weil es eben so intensiv erzählt ist. Aber hier auch einfach zum Weglesen, gerade im Sommer finde ich das super praktisch, dass man die wirklich hintereinander einfach weglesen kann, diese Verbrechen. Oder man liest eben eine Geschichte und denkt dann selber nochmal drüber nach oder recherchiert im Internet. Und genau, da kann ich euch auch das Buch von Stern Crime empfehlen. Und noch eins in diesem Bereich ist das Prinzip Mord von David Sano und Sascha Lapp. Was dieses Buch noch besonders hat, ist, dass es extra echte Tatortfotos hat. Das heißt, das sind auch alte Fälle dabei. Ich glaube, das sind auch hauptsächlich deutsche Fälle, aber auch wirklich alte Fälle, wo auch altes Material dabei ist an alte Tatortfotos. Das ist etwas, was wirklich sehr besonders ist an dem Buch. Habe ich bisher in anderen Büchern noch nicht so gelesen. Auch hier kurz und knapp erzählt. Aber wie gesagt, diese Tatortfotos ist etwas, was sehr besonders ist. Geht aber auch, wenn ihr das als E-Book lest. Ich habe es als E-Book gelesen. Es wäre natürlich praktisch, wenn man dann einen Reader hat, der die Bilder in farbig ausgibt. Also der Tolino zum Beispiel kann das nicht. Das heißt, man müsste es dann, ich habe es selber am Tablet gelesen, da hat das dann gut funktioniert, weil man dann eben farbig auch diese Bilder sieht. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Aber es funktioniert auch als E-Book, also man müsste das Buch nicht unbedingt kaufen. Dann habe ich als zweites einen Autor, der sozusagen jetzt seine eigene Kategorie bekommt. Und zwar ist das Stefan Habort, der seine Bücher, also er selber ist Hauptkommissar, glaube ich, Polizeihauptkommissar und vor allen Dingen Experte, was Serientäter angeht und generell so Delikte angeht. Und er schreibt mit sehr wissenschaftlich seine Bücher und auch mit Statistiken. Das heißt, in den Büchern sind hinten zum Beispiel viele Tabellen drin. Ich habe jetzt drei Bücher von ihm gelesen. Einmal Blut schweigt niemals. Da geht es um Cold Case Fälle. Dann haben wir Killerfrauen. Da geht es eben hauptsächlich oder nur darum, dass Frauen die Täterinnen sind. Und dann haben wir Wenn Kinder töten. Da sind eben Kinder die Täter. Und in jedem Buch sind hinten, wie gesagt, Tabellen auch dran, wo er über mehrere Jahre Statistiken geführt hat, wie zum Beispiel, wie alt, also wenn man jetzt bei den Frauen, also bei Kinderfrauen ausgeht, wie alt waren die Frauen bei ihrer Tat, wie alt waren die Opfer bei der Tat, aus welchem familiären Umfeld kommen sie, haben sie irgendwelche Erkrankungen und so weiter und so fort. Und das wird dann tabellarisch alles zusammengefasst. Also generell sind die Bücher sehr wissenschaftlich geschrieben. Auch hier der Fokus eher drauf, also zumindest kommt es bei mir so rüber, auch zu erörtern, warum ist das Ganze passiert, warum hat diese Person das getan. Also auch viel auf diese psychologische Ebene, was auch super interessant ist. Für mich leider immer auch ein bisschen trocken. Aber im Gesamten trotzdem kann ich euch das sehr empfehlen. Also vor allen Dingen, weil das Stefan Habort sich da auch wirklich grausame Fälle raussucht, die er erzählt. Und gerade wenn man eben jetzt bedenkt, ne, er hat ein Buch, wo es nur um Kinder geht, er hat ein Buch, wo es nur um Frauen geht, was eben auch nochmal was anderes ist, als wenn man jetzt ja nur in Anführungsstrichen über diese Taten redet, wo mehrere Täter sind, was halt der Hauptfall ist, also es ist halt einfach so, aber trotzdem macht es das jetzt eben nochmal ein bisschen besonders und genau, er, muss ich sagen, sucht sich wirklich auch die krass brutalen Fälle raus, also da ist es
selten mal irgendeinen Raubüberfall oder sowas, sondern das sind wirklich die krassen Fälle. Aber wie gesagt, kann ich euch sehr empfehlen und ich habe die Bücher alle, also die drei, die ich zumindest gelesen habe, bisher sehr gemocht und er hat auf jeden Fall auch noch einige geschrieben. Dann habe ich Bücher von einem Autor, und zwar von Falco Bartel, die jetzt aus der Sicht von einem Strafverteidiger geschrieben werden. Da haben wir einmal Mörderinnen und Mörder von Falco Bartel eben. Er selber ist eben Strafverteidiger oder er war es zumindest mal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er es noch ist. Und er erzählt eben diese Fälle jetzt aus seiner Sicht und eben auch mit dem Hauptfokus darauf, was hat es überhaupt damit zu tun oder beziehungsweise wie geht man jetzt als Strafverteidiger vor, wenn man jetzt zum Beispiel in dem Fall eine Frau hat, die ihre Kinder ermordet hat. Genau, und er selber hat das eben auch, ich war bei einer Lesung und da hat er das eben auch erzählt, bei ihm geht es zum Beispiel auch viel darum zu verstehen, was steckt dahinter. Jetzt nicht mal unbedingt, warum hat sie das gemacht oder oft ist es ja so, er weiß selber als Strafverteidiger, dass das der Fall war, aber es ist trotzdem seine Aufgabe, die Person, also den Täter oder die Täterin, da rauszuholen, also das beste Urteil für ihn oder für sie zu bekommen. Und das finde ich schon super spannend, weil man eben nicht direkt sympathisiert mit einem Mörder oder einer Mörderin, aber man eben versucht, mit diesem Strafverteidiger herauszufinden, warum ist das der Fall? Steckt da irgendwas anderes dahinter? Hat sie eine Krankheit? Hat er eine Krankheit? Dass das nicht rechtfertigt, aber irgendwie ein Grund, also schwierig zu erklären, aber ein Grund dafür ist. Und genau so erzählt er das eben hier. Und da haben wir eben einmal das Buch Mörderinnen und das Ganze eben Mörder. Also wie der Titel sagt, einmal mit Frauen als Täter und einmal mit Männern als Täter. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Dann gibt es True Crime Bücher, wo der Fokus auf der Rechtsmedizin ist und auf der Arbeit des Rechtsmediziners. Da ist natürlich Professor Dr. Michael Zuckers so der Hauptpunkt oder der Hauptautor, den ich da nennen kann, beziehungsweise der, wo ich auch schon was gelesen habe. Ich denke, dass auch andere Autoren da was schreiben werden, aber er ist eben selbst Rechtsmediziner, das heißt, er kann das am besten beurteilen. Und er hat unter anderem die Sachbücher Dem Tod auf der Spur, Der Totenleser und Die Klaviatur des Todes geschrieben und auch andere. Das sind jetzt die drei, die ich selber gelesen habe. Und wie gesagt, hier liegt es eben der Fokus darauf, auf der Rechtsmedizin. Das heißt, man hat einen Fall, beispielsweise man findet einfach einen Toten auf den Berliner Straßen, also irgendwo liegt eben jemand und dann ist eben die Frage, ist es Mord, ist es ein Unfall gewesen, war es Selbstmord oder was auch immer. Und dann versucht die Rechtsmedizin das eben rauszufinden. Das heißt, wir erfahren hier jetzt nicht übermäßig viel über die Tat an sich und über den Opfer oder die Täter an sich, sondern eben darum, was kommt am Ende raus, was wird in der Rechtsmedizin untersucht, wie kann man Anhaltspunkte zur Identität bekommen oder zum Tatgeschehen, ohne dass man vorher das weiß. Also man findet diesen Mann und man weiß einfach nichts und dann versucht die Rechtsmedizin da eben was aufzuklären. Und genau das findet man eben bei Michael Zuckers in den Büchern und er ist eben selber Rechtsmediziner, das heißt, er kann das am besten beschreiben und es sind dann im Endeffekt auch Fälle, die er selber behandelt hat. Ich glaube, hier ist es jetzt der Fall, dass er selber gar nicht so explizit auf einen bestimmten Fall drauf geht. Also er erzählt jetzt nicht, dass es jetzt dieses Opfer und das ist passiert, sondern es ist eher so ein allgemeines Ding, dass man sagt, man hat einen Toten, das ist passiert, das ist, hat die Rechtsmedizin rausgefunden, aber nicht so explizit wie jetzt in anderen Büchern, wo es wirklich um spezielle Fälle geht, sondern also dass jetzt Namen und Orte und so genannt werden, sondern er bezieht sich dann eben eher auf dieses Wissenschaftliche, was die Rechtsmedizin angeht, aber lässt sich auf jeden Fall auch sehr schnell weglesen. Dann habe ich auch mal zwei Bücher gelesen, wo es direkt um Geschichten aus dem Knast geht. Das ist einmal Gangster Blues und einmal Knast von Joe Bausch. Joe Bausch ist selber Arzt in einem Gefängnis. Das heißt, er kümmert sich und untersucht und was auch immer um die Patienten, um die Insassen eines Gefängnisses. Das heißt, das sind Personen, die eben verurteilt sind. Man weiß, was die gemacht haben. Das heißt, der Prozess an sich und die ganze Tat ist schon abgeschlossen. Und und irgendwann beginnen sie aber zu reden, beziehungsweise sie wollen einfach mit irgendwem reden, weil sie sitzen da halt im Knast, haben klar sicher ein bisschen Kontakt zu anderen Leuten, aber halt nicht übermäßig viel. Und das heißt, sie fangen irgendwann an zu reden, egal ob das jetzt über ihre Tat ist oder nicht. Und dann ist meistens halt der Arzt der Ansprechpartner, weil sie eben auch wissen, dass er an sich eine Schweigepflicht hat, das heißt, er da jetzt nicht mit anderen drüber reden wird. Er hat jetzt natürlich diese Bücher geschrieben, das heißt, auch hier ist es jetzt so, dass wir keine speziellen Fälle haben, die man jetzt irgendwo anders noch
explizit nachlesen kann. Das heißt, er hat gewisse Sachen geändert, um eben die Anonymität dieser Täter zu gewähren. Aber wir erfahren eben hier direkt Geschichten aus dem Gefängnis. Das heißt, direkt Geschichten, die eine Person aus dem Gefängnis erzählt hat. Wie gesagt, egal ob über ihre Tat oder nicht. Und das ist auch auf einem gewissen Punkt sehr spannend. Ich fand die Bücher jetzt nicht so gelungen, weil ich den Schreibstil nicht so mag, aber von dem Inhalt her war es auf jeden Fall interessant. Und genau, vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Dann eine ganz andere Art von True Crime und was vor allen Dingen sehr nahe geht und da erst recht eine Gänsehaut verursacht, sind Erfahrungsberichte. Ein Erfahrungsbericht zu einem Fall, der sehr, sehr populär ist, beziehungsweise sehr bekannt ist 3096 Tage von Natascha Kampusch. Natascha Kampusch ist ein Mädchen, beziehungsweise jetzt eine junge Frau, die mit 10 Jahren entführt worden ist auf dem Heimweg von der Schule, und sie wurde dann eben 3096 Tage gefangen gehalten. Das heißt, es müssten fast 18 Jahre gewesen sein, wenn ich. Nee, 8 Jahre, 18 Jahre, 8 Jahre gewesen sein, die sie eben in einem kleinen Kellerverlies gefangen gehalten wurde, bis sie eben irgendwann endlich fliehen konnte. Und sie erzählt denen eben jetzt in diesem Buch ihre Erfahrungen, beziehungsweise das, was sie erlebt hat. Wahrscheinlich wird sie da auch ein bisschen was weggelassen haben, weil ich es durchaus verstehen kann, dass man jetzt nicht alles möchte, dass das an die Öffentlichkeit gerät, zumal der Fall ja sowieso sehr durch die Medien schon gegangen ist. Und wie gesagt, das ist eben eine ganz andere Art von True Crime, die ja erst recht einen schaudern lässt, weil es eben wirklich dann von einer Person erzählt wird, die das erlebt hat. Und wie gesagt, das ist auch ein Fall, der in Deutschland gespielt hat. Also das kann ich euch auch sehr empfehlen. Es gibt einen Film dazu, also das ist schon sehr grausam und sehr verstörend in gewisser Weise. Also es ist wirklich, wirklich hart. Aber wie gesagt, wenn man eine Gänsehaut bekommen möchte, jetzt im Sommer eine eiskalte Abkühlung sozusagen, dann ist das auf jeden Fall auch ein Buch, was man da lesen könnte. Dann habe ich noch die Kategorie, wo ein echter Fall genommen wird und als Buch beziehungsweise in Belletristik verpackt wird sozusagen. Das heißt, die Grundlage des Buches ist ein wahrer Fall, aber es werden gewisse Teile dazu erfunden oder vielleicht auch anders erzählt oder aus Sichten erzählt, die man selber aber gar nicht weiß, also die jetzt in den Medien oder generell bei dem Fall gar nicht aufgekommen sind. Als Beispiel haben wir einen Akt der Gewalt von Ryan David Jahn. Da geht es, oder der Hintergrund ist der Mordfall an Kitty Genovese. Das ist eine junge Frau, die wurde in den frühen Morgenstunden, als sie von der Arbeit nach Hause kam, direkt vor ihrer Haustür angegriffen, mit einem Messer angegriffen und letztendlich auch getötet. Und in diesem Buch geht es vor allen Dingen darum, zu sehen oder darzustellen, dass die Nachbarn oder viele Nachbarn sehr wahrscheinlich etwas gehört haben und nicht eingegriffen haben. Ob das jetzt in Wahrheit wirklich so war, ist jetzt die Frage. Also es gibt schon Aussagen, dass es eben, also dass manche Menschen oder Nachbarn etwas gehört haben und aber dachten zum Beispiel, dass es einfach nur irgendwelche Lärm ist aus der Kneipe, die sozusagen paar Blocks weiter ist. Das heißt, die sind gar nicht oder haben nicht gesehen, dass es ein Verbrechen ist und haben dadurch nicht eingegriffen. Wenn sie es gesehen hätten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie eingegriffen hätten. Also ich glaube, es ist nicht so ganz klar, ob es wirklich jemand gesehen hat oder ob einfach nur alle möglichen Leute irgendwas gehört haben und aber von anderen Lärm ausgegangen sind. Das heißt, sie nicht wussten, dass es ein Verbrechen ist. Und in dem Buch jetzt, also in einem Akt der Gewalt, geht es eben darum, dass man einmal diesen Fall hat und gleichzeitig eben unterschiedliche Nachbarn und deren Geschichten werden erzählt, die man eben im wahren Verbrechen sehr wahrscheinlich überhaupt nicht aufgedeckt hat. Das heißt, da wird jetzt keiner erzählt haben, ja, also ich habe in der Zeit gerade mit dem und dem gefrühstückt oder ich habe mir da gerade die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich für eine Prüfung lernen musste oder so. Das wird in dem Moment im wahren Leben keiner erzählt haben. Aber der Autor hat sich sozusagen das jetzt mehr oder weniger dazu überlegt, mit Teilen eben aus der Wahrheit, und hat da eben ein großes Buch und ein Belletristikbuch, also sozusagen ein Unterhaltungsroman draus gemacht. Aber fängt an, oder es basiert, das ist das Wort, eben auf einem wahren Fall. Und genauso ist es mit Evil von Jack Ketchum. Da geht es um den Mordfall an Sylvia Liken, beziehungsweise das ist eben die Basis dazu. Sylvia Liken ist als junges Mädchen zu einer Pflegemutter gekommen, weil eben die Eltern, ich glaube, sie mussten arbeiten oder was auch immer, und haben dadurch sie eben
zu einer Pflegemutter gegeben, zusammen mit ihrer Schwester. Und sie wurde dann eben von dieser Pflegemutter, zwei der Geschwister, die da sind, plus auch zwei Nachbarkindern, glaube ich, missbraucht über Wochen hinweg und letztendlich auch ermordet. Und in dem Buch jetzt, in Evil, ist es so, dass die Geschichte aus der Sicht eines Nachbarjungen erzählt wurde, der aber nicht direkt beteiligt war an der Tat. Also er war oft dabei und er hat das oft gesehen, aber er hat jetzt nicht sozusagen Hand angelegt, in Anführungsstrichen. Auch hier ist es eben jetzt so, der Fall existiert in Wahrheit, aber ob das jetzt wirklich so war und ob der Junge dann wirklich so seine Geschichte erzählt hat, das ist auch wieder fragwürdig. Das heißt, auch hier sind jetzt Teile, die dazu erfunden worden sind, ausgedacht worden sind vom Autor, aber es basiert auf einem wahren Verbrechen, was natürlich auch diese Bücher super interessant macht, weil man eben weiß, dass es ein echter Fall ist, es gleichzeitig aber als Roman eben verpackt ist und wir nicht nur die Fakten erzählt bekommen, wie dieser Fall abgelaufen ist, sondern eben noch die Geschichte außenrum. Und wie gesagt, das macht die Bücher auf jeden Fall super spannend und ich kann euch auch beide Bücher sehr empfehlen. Und als letztes habe ich jetzt noch die True Crime Fälle, die auch in Belletristik verpackt worden sind, ohne aber explizit auf einen Fall einzugehen. Auch da habe ich jetzt Bücher von Michael Zokos, weil eben das ein Autor ist, wo ich sehr gerne die Bücher lese. Und wir haben einmal die Paul Herzfeld-Reihe und einmal die Fred Abel-Reihe von ihm. Genau. Und zwar ist es hier so, wir haben eben hier auch einen Rechtsmediziner, eben Fred Abel oder Paul Herzfeld, und die bekommen unterschiedliche Fälle auf den Tisch. Und diese Fälle sind angelegt an wahre Fälle, aber wir haben hier keinerlei Namen, keine Zusammenhänge, wie es zu der Tat kam oder ähnliches, die eben zu diesem wahren Fall passen, sondern es ist einfach nur eine Sammlung von Geschehnissen, die sozusagen in der Rechtsmedizin, die explizit diesen Fällen passiert sind. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, hier kommt dann jemand, es wird eben jemand ermordet und der landet bei der Rechtsmedizin auf dem Tisch und dann ist eben jetzt die Frage, die Rechtsmedizin versucht herauszufinden, was der Fall ist und dann hat man eben unterschiedliche Sachen, aber man kann jetzt nicht oder sehr schwer über diese Fälle auf wahre Fälle schließen, also um welchen expliziten Fall es geht, sondern es sind eben hier sehr, sehr viele eingepackt. Gerade bei Michael Zokos ist es so, dass sehr viele Fälle eingepackt sind, weil er auch sehr realistisch den Alltag von einem Rechtsmediziner darstellen will. Das heißt, es ist ja eben, wie jetzt, sagen wir mal, in anderen Thrillern nicht so, dass jemand ermordet wird, der kommt bei einem Rechtsmediziner und der Rechtsmediziner arbeitet 3, 4, 5, 6 Tage nur an dieser einen Leiche, um diesen Fall aufzuklären. Und wenn dieser Fall abgeschlossen ist, dann geht er zur nächsten Leiche, beziehungsweise es sterben ja nicht die Leute erst dann, wenn ein Fall abgeschlossen ist oder es werden nicht ermordet. Sondern es ist halt wirklich so, dass so ein Rechtsmediziner teilweise 10 Leichen, beziehungsweise eben Verstorbene am Tag auf seinem Tisch liegen hat und das aufklären muss, was da los ist. Und das versucht er eben hier zu zeigen, dass das eben viel im Alltag des Rechtsmediziners ist, eben Verstorbene zu obduzieren, ohne jetzt sich groß in Polizeiarbeit einzumischen. Er hat dann irgendwann einen expliziten Fall, der eben intensiver erzählt wird, aber auch hier eben kein Fall, wo man jetzt direkt auf einen wahren Fall schließen kann, aber eben trotzdem inspiriert von wahren Verbrechen. Genau, auch da wird es sicher andere Autoren geben, wo das ebenfalls der Fall ist. Ich habe jetzt allerdings noch nicht sehr viele oder ich glaube sogar gar keine gelesen, außer Michael Zokos, einfach weil ich die Bücher sehr gerne mag. Genau, das war jetzt mein Beitrag zum Sommercamp. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen, auch wenn es ein bisschen anders ist, es eben jetzt keine klassischen Sommerbücher sind, aber eben trotzdem Bücher, wo man sich definitiv abkühlen kann, eine Gänsehaut bekommt. Und ich dachte, deswegen passt es irgendwie trotzdem und es ist einfach etwas, was ich sehr gerne lese und deswegen wollte ich euch das gerne vermitteln bzw. vorstellen, was es da für unterschiedliche Varianten gibt an Büchern, weil eben man nicht sagen kann, okay, es ist jetzt ein True Crime und es ist alles gleich, sondern es ist eben so viele Aspekte, die eben pro Buch anders sind und das muss man auch erstmal rausfinden und deswegen habe ich mir gedacht, ich gliedere das so ein bisschen auf. Dann könnt ihr schauen, welcher Bereich euch da vielleicht am meisten interessiert. Und alle Bücher, die ich euch vorgestellt habe, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es sind nicht immer Highlights gewesen für mich, aber das ist auch nicht das Ziel, sondern es geht einfach auch gerade bei wahren Verbrechen darum, einfach sich so ein bisschen darüber zu informieren, was eigentlich in der Welt los ist. Also zumindest ist es bei mir so und ich finde das super spannend. Und genau deswegen dachte ich mir, stelle ich euch das vor. Und wie gesagt, das war mein Beitrag zum Sommercamp. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare...
Ja, wie gesagt, das war jetzt der Beitrag, mein Beitrag zum Sommercamp. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher kennt oder ob ihr generell True Crime Bücher lest. Und vor allen Dingen, wenn ihr Empfehlungen habt, dann freue ich mich auch, wenn ihr mir die mitteilt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos, die noch zum Booktube Sommercamp kommen. Wie gesagt, morgen geht es weiter bei Kali vom Kanal Kalis Books. Und die Playlist findet ihr auch unten in der Infobox, sowie alle Kanäle, die dabei sind, die werde ich auch versuchen unten in der Infobox verlinken. Und alle Bücher. Also ich hoffe, es passt alles unten in die Infobox rein, wie ich mir das vorstelle. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen ganz tollen Sommer. Viel Spaß beim Lesen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!